Hier sind Pioniere am Werk. Dieses Flugzeug hat der Luftfahrtingenieur Kalin Gologan entworfen. Weltweit erstmalig hat er hier alles auf reinen Elektroflug zugeschnitten. Seit Jahren baut er Motorflugzeuge. Diesmal soll alles anders werden. Und so habe ich angefangen zu rechnen und habe ich gesehen, ja, es wäre möglich, mit der jetzigen Technologie schon 3 Stunden zu fliegen in der Ultraleichtklasse. Und das ohne Lärm und CO2-Emission null. Das schafft aber nur ein Flugzeug, das besonders leicht ist. Dann reicht ein relativ schwacher, sparsamer Motor. Belastungstest mit Zementsäcken. Denn der Flieger muss trotz Leichtbau stabil sein, damit er in der Luft nicht auseinanderbricht. Kalin Gologan ist nervös. Über 2 Jahre Arbeit, viele 1000 Euro Eigen- und Fremdkapital hat er investiert. 900 Kilo müssen die Flügel aushalten, die selbst nicht einmal 30 Kilo wiegen. Wenn jetzt etwas bricht, war alles umsonst. Dann gab es Bruch. War doch alles zu leicht gebaut. Nervöses Prüfen. Ein Glück, nur eine Klebestelle hat sich gelöst. Der extreme Leichtbau hält doch stand. Ja, für unser Flugzeug, ein Benzinmotor, würde mindestens 25 Kilo wiegen. Würde so groß sein, riesen Klotz, dann haben wir auch Sprit und so. Was wir benutzen, ist eine kleine Scheibe. Dieser Motor hat Spitzenleistung 16 Kilowatt und wiegt nur 4,65 Kilo. Einfach schon, großer Vorteil. Flughafen Augsburg. Jetzt ist es soweit. Erstflug. Die Electra One steht flugfertig bereit. Die Lithium-Polymer-Akkus sind voll geladen. Sie ähneln Handy-Akkus, sind nur größer. Einer reicht für etwa 45 Minuten Flugzeit. John Carco gehört zu den erfahrensten Testpiloten der Welt und ist extra aus den USA angereist. Er testet die spektakulärsten Flugzeugkonstruktionen. Als erster die Electra One zu fliegen, darauf ist er besonders stolz. Es ist wirklich eine große Ehre. Hier wird Luftfahrtgeschichte geschrieben. Bei kleinen Fliegern genauso wie bei großen Transportflugzeugen ist Elektroflug die Zukunft. Das Wetter stimmt. Es ist soweit. In den vergangenen Tagen haben die Flugpioniere am Flugzeug noch einmal jedes Detail gecheckt. Trotzdem ist die Anspannung jetzt groß. Der Motor ist etwa nur 1/5 so laut wie ein Verbrennungsmotor. Einer von vielen Vorteilen der Elektromobilität. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir die Möglichkeit der neuen Technologien auch benutzen. Nicht nur auf der Straße. Das ärgert mich manchmal, weil man spricht jetzt so viel Elektromobilität, aber niemand spricht über die Elektromobilität in der Luft. Und das können wir vielleicht noch schneller erreichen. Wir haben weniger Widerstand in der Luft. Wir schaffen auch Betriebskosten, die wie Elektra waren, bei 0,2 Euro pro Kilometer. Das ist weniger als ein Auto. Fast lautlos rollt das Flugzeug an. Nach 2 Jahren harter Arbeit muss sich Kalin Gologan jetzt auf das Können des Piloten verlassen. Sie hebt ab. Electra One fliegt. Staunen, Stolz, noch etwas Sorge. Viele Skeptiker haben Zweifel geäußert, aber der 120 Kilogramm leichte Flieger zieht jetzt seine Kreise. Landeanflug. Und große Erleichterung. Kalin Gologan hat alle Skeptiker widerlegt und die Ära des Elektroflugs eingeläutet.
size. Und was sagt der Testpilot? Efficiency is increasing. So congratulations. Yeah. Er gratuliert. Pioniertat gelungen. Der Jungfernflug ist ein voller Erfolg. Und diese Düsenjets haben vielleicht bald ausgedient.